Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckhardt und heute geht es um die Rolle des Anlagenbetreibers im Redispatch 2.0 und dass es dazu eine ganz hilfreiche Anwendungshilfe des BDEW gibt, die ich hier ein bisschen weiter vorstellen möchte. Dieses Video ist natürlich Teil unserer Content-Reihe zusammen mit der HSAG, den Prozessexperten und Prozess-Consultants für die Energiewirtschaft, die ja in verschiedenen Bereichen tätig sind, aber eben auch mit uns gemeinsam für den Redispatch 2.0 passende Dienstleistungen dann vor allem für den weiteren Betrieb haben, wenn es dann eben darum geht, die vor allem Mehraufwände, die dadurch entstehen, auch entsprechend abzufedern. Dazu wie immer mehr Infos unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jedenfalls im Redispatch 2.0 haben wir ja zwei vor allem mit neuen Aufgaben versehene Teilnehmer des Marktes. Zum einen der Netzbetreiber, der ja nun plötzlich als Verteilnetzbetreiber diesen Redispatch überhaupt erstmal übernehmen und machen muss. Dazu haben wir ja viele andere Videos jetzt auch gerade zur Netzbetreiberkoordinierung. Die andere stark betroffene Rolle ist natürlich der Anlagenbetreiber selbst, denn in der Vergangenheit wurde der Redispatch nur für große Kraftwerke ab 10 Megawatt Leistung vorgesehen und der Redispatch 2.0, der ruft plötzlich Anlagen ab 100 Kilowatt Leistung schon ab und auch kleinere, die jetzt bereits fernsteuerbar sind. Und das bedeutet natürlich, dass diese Anlagenbetreiber plötzlich dann irgendwelche Datenübertragungen machen müssen und so weiter, die eben bisher in keinster Weise zum Aufgabenportfolio gehört haben. Jedenfalls gibt es nun für diese Anlagenbetreiber eine Anwendungshilfe beim BDEW, dem großen Branchenverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft. Anwendungshilfe für Anlagenbetreiber und Direktvermarkter für die Umsetzung der neuen Redispatch 2.0 Prozesse. Die findet sich natürlich auf der Übersichtsseite der Anwendungshilfen. Also wenn man da einfach mal drauf geht, BDEW Anwendungshilfen, dann findet man dann hier hier die Anwendungshilfe für die Anlagenbetreiber. So, und wenn man da drauf geht, kann man ein bisschen runterscrollen und wie immer findet man dann unten die Anhänge. In diesem Fall einmal die PDF, die wir dann gleich genauer anschauen, aber noch mal eine Excel mit Use Cases Umsetzungshilfe. Das klingt auch schon mal ganz interessant und da schauen wir jetzt einfach mal gerade rein. Das ist dann diese Excel, Anwendungshilfe zu den Redispatch 2.0 Use Cases gemäß Festlegung der Bundesnetzagentur. Und wenn man dann hier so durchschaut, okay, links sind erstmal hier, okay, Basisdatenaustausch, Abruf, Abrechnung, dieses rote hier links an der Seite sind also die, sag mal, Kategorien von Tätigkeiten, um die es dann geht. Dann das Kapitel innerhalb der Anwendungshilfe, auf die dann hier eingegangen werden. Also wenn man auf der anderen Seite sich die Anwendungshilfe selbst anschaut und hier die Excel daneben liegt, kann man immer mal hin und her gucken. Und dann hier die Use Case Nummer innerhalb der ursprünglichen Prozessfestlegungen. So, und dann kann man das sich entsprechend zur Seite nehmen und anschauen. So, der Titel der Use Case ist aber dann auch relativ offensichtlich. Ich muss hier vielleicht auch nochmal ran scrollen, damit ihr das gut sehen könnt. Ne? Dann sind das so die klaren Tätigkeiten, Übermittlung von initialen Stammdaten, dann Änderungen, Übermittlung von Planungsdaten, von Nichtbeanspruchbarkeiten, marktbedingte Anpassungen, je nachdem, in welchem Modell man tätig ist, Abruf, Übermittlung von meteorologischen Daten, Ermittlung und Abstimmung der Ausfallarbeit, auch ein Thema, was wir schon gemacht haben, Wechsel des Bilanzierungsmodells und Wechsel des Abrechnungsmodells. Und dann steht dann jeweils daneben, dafür scrollen wir dann mal ein bisschen zur Seite, oben auch mit der Farblegende nochmal klargestellt, wer, also welche Marktrolle ist dann jeweils Sender, Empfänger und so weiter. Mit hier diesem X versehen. Das heißt, pro Prozess ist dann der Betreiber oder der Einsatzverantwortliche oder der Netzbetreiber oder wer auch immer der Verantwortliche, der hier Daten schicken muss und dementsprechend jetzt seine Pflichten erfüllen müsste. Und dann, das muss ich ja wahrscheinlich wieder rausscrollen, weil ihr das sonst wegen des Einfrierens der Felder hier nicht sehen könnt. Hier rechts habe ich dann nochmal eine kurze Prozessbeschreibung jeweils und dann auch nochmal das Prozessziel, was jeweils erreicht werden soll. Ne? Die initialen Stammdaten für die steuerbare Ressource liegen beim Anschlussnetzbetreiber vor. Und so weiter und so fort. Das hier ist nochmal eine kleine Übersicht, die ganz hilfreich ist für den Anlagenbetreiber, der nun in Zukunft vom Redispatch 2.0 betroffen ist, damit er so ein bisschen schauen kann, ja, was muss ich denn eigentlich wann machen, in welchen Fällen muss ich Daten rausschicken, in welchen Fällen muss ich Daten empfangen können und so weiter. Dafür ist das ganz hilfreich. Und die andere Datei, die dann hier ist, diese Anwendungshilfe, ist wie immer eine PDF und die seht ihr jetzt auch. Das ist eine 53-seitige Datei, die hier schlussendlich
die Prozesse nochmal klarstellt, am Anfang aber auch nochmal darauf eingeht, wer nun eigentlich in welcher Form betroffen ist, die Definition auch der Markttreue nochmal genauer klarstellt. Das kann man sich also als Anlagenbetreiber, der interessiert ist, das Ganze auch selbst dann umzusetzen, anschauen. Wer sich darauf verlässt, dass der eigene Einsatzverantwortliche, also praktisch der Direktvermarkter zum Beispiel, sich darum kümmert, der kann sich eigentlich auch zurücklehnen als Anlagenbetreiber selbst, aber will vielleicht noch mehr verstehen darüber, was da passiert und was er vielleicht auch als Fallback-Lösung parat haben sollte, dann kann man sich hier das Ganze nochmal genauer anschauen. Am Anfang wie immer so eine kurze Erklärung und dann die nochmal Beschreibung dessen, über was reden wir eigentlich, wenn wir zum Beispiel von einer technischen Ressource, die Anlage selbst, und einer steuerbaren Ressource, der Zusammenschluss von Anlagen, die dann steuerbar sind, reden. Dann auch nochmal eingegangen auf die Steuergruppe, was mehrere steuerbare Ressourcen sind, die aber mit einem Steuersignal gemeinsam gelenkt werden. Ne? Das ist eine Steuergruppe und die Clusterressource wiederum eine, aus was auch immer für Gründen, zusammengeklusterte Menge von Anlagen, die dann zum Beispiel auch innerhalb der Kommunikation zwischen Netzbetreibern in der Form eben angesteuert, ankommuniziert werden sollen. Dann nochmal wird eingegangen auf das Netzbetreiberkoordinierungskonzept, zu dem wir auch ein eigenes Video gemacht haben. Weitere Informationen zu den Anlagen, die hier nun betroffen sind, auch gerade im Rahmen von EEG-Anlagen, genauso gut auch die KWK-Anlagen, die ja nun auch betroffen sind vom Real Dispatch 2.0, aber ein bisschen weiter nach hinten geschoben sind. Malo, Melo nochmal zusammengefasst und hier unten auch nochmal ein interessanter Punkt, Zusammenspiel der SOGL und des Real Dispatches, nämlich die SOGL, die Stammdaten Richtlinie, könnte man fast schon sagen, aus dem alten Redispatch, auch aus dem Kraftwerkseinsatzplanungsprozess, hat die früher schon betroffenen Anlagen praktisch geregelt, wie welche Daten wann wer zu schicken hat. Ja, der SOGL hat praktisch geregelt, dass die großen Kraftwerke in der Vergangenheit schon mit den Übertragungsnetzbetreibern Stammdatenaustausch gemacht haben. Und diese großen Anlagen, die bereits in dieser Art tätig sind, die müssen jetzt nicht zum 1.10. in den Redispatch 2.0 Stammdatenaustauschprozess gehen. Die können weiterhin den alten SOGL Stammdatenaustauschprozess machen. Irgendwann wird das miteinander verheiratet. Aber vorerst können die bisher schon lange betroffenen großen Anlagenbetreiber einfach erstmal weitermachen, was sie früher gemacht haben. Und nur die neuen Anlagenbetreiber müssen von vornherein mit dem Redispatch 2.0 Regime anfangen. Dann gibt es nochmal eine kleine Rollenbeschreibung für oder auch Begriffsbeschreibung für verschiedene Fachbegriffe des Redispatches, ganz hilfreich. Personen nochmal klargestellt, ne? Während wir im Sinne der juristischen Person einen Anlagenbetreiber, einen technischen Betriebsführer, einen Direktvermarkter meinetwegen haben, ist das dann innerhalb der Energiewirtschaft natürlich nochmal ein bisschen anders. Da wollen wir den Betreiber schon an sich sehen, wir wollen den Einsatzverantwortlichen sehen und so weiter und so fort. Aber hier wird auch nochmal drauf eingegangen, wer ist denn Lieferant, also Versorger in dem Sinne, wer ist bilanzkreisverantwortlich, wer ist dann einsatzverantwortlich, im Regelfall der Direktvermarkter oder eben der Anlagenbetreiber selbst, wenn er auch selbst alles weiter tut. Wie gesagt, der Betreiber der technischen Ressource BTR, wer es wiederum der Anlagenbetreiber wäre, wenn er es nicht outsourced an zum Beispiel seinen Direktvermarkter. Data Provider, das ist im Großen und Ganzen der Netzbetreiber oder dessen Dienstleister, was wie hier auch beschrieben wird, zum Beispiel Connect Plus sein könnte, worüber wir ja auch nochmal Videos machen werden, dieses große Netzbetreiberprojekt, was hier vor allem für die Netzbetreiberkoordination auch tätig ist. Dann kommen wir nochmal dazu, welche Daten müssen eigentlich in welcher Form, von wem, wann übertragen werden. Zum Beispiel initiale Stammdaten, einmalig zur Einführung des Redispatches oder dann eben zur Inbetriebnahme der Anlagen gemäß den Regelungen zum Übertragungsweg. Was ja dann auch nochmal zu betrachten wäre, wenn man jetzt selbst diesen Datenaustausch auch selbst machen möchte. So. Dann muss man sich anschauen, wie in der deutschen Energiewirtschaft Daten übertragen werden. Das findet man bei EDI at Energy, wo in den Regelungen zum Übertragungsweg neben den bisherigen EDIFACT-Nachrichten und auch die XML-Nachrichten für den Redispatch geregelt sind. Da kann man das Ganze also auch nochmal nachschlagen. Dazu werden wir bestimmt auch nochmal ein Video in der Zukunft machen. Dann im Weiteren die Nichtbeanspruchbarkeiten, marktbedingte Anpassungen, Planungsdaten und der eigentliche Abruf. Daten, die Verpflichtung für den Betreiber der technischen Ressource. Ne? Meteorologische Ex-Post-Daten im Spitzverfahren, das haben wir auch schon mal besprochen. Das Spitzverfahren ist dann eine Art und Weise, wo echte gemessene Wetterdaten vor Ort verwendet werden und diese müssen dann dementsprechend natürlich auch regelmäßig übertragen werden. Die Bestimmung der Ausfallarbeit, Echtzeitdaten, die zur Verfügung gestellt werden, wenn die Anlage entsprechend so
gesteuert werden muss, dass hier Echtzeitdaten hin und her geschickt werden. Dann geht das Ganze natürlich noch weiter. Lieferverpflichtung für den Lieferanten selbst, der dann also zum Beispiel Energiemengen in seinem Portfolio hat, der die Anlagen im Großen und Ganzen dann auch betreibt über seine kaufmännischen Verpflichtungen und dann hier natürlich auch betroffen ist, weil die Energiemengen, die im Redispatch 2.0 nun geregelt werden, ja auch in irgendeiner Form bilanziell zum Beispiel berücksichtigt werden müssen. Und wenn der Lieferant zum Beispiel auch gleichzeitig noch bilanzkreisverantwortlicher ist, dann gibt es umso mehr Prozesse, in denen nun er auch hier tätig ist, wie es dann auch auf Seite 15 noch weitergeht. Das ist aber dann wirklich zum Nachschlagen, zum Nachlesen, wenn man eine bestimmte Rolle hier wahrnimmt. Und dann gibt es hier nochmal eine ganz nette Grafik, da ich scroll mal ein bisschen ran für diesen Fall, wo dann auch nochmal klargestellt wird, wer nun hier in welcher Form was tut. Gut, wie sich das Ganze dann ausgestaltet, einerseits in der Variante, dass der Direktvermarkter nur Lieferant wäre und deswegen der Anlagenbetreiber und der Einsatzverantwortliche hier getrennt sind, am Markt praktisch durch verschiedene Rollen wahrgenommen werden, oder ob der Direktvermarkter das alles gleichzeitig übernimmt und dementsprechend für mich als Anlagenbetreiber eigentlich einen breitestmöglichen Service im Rahmen des Redispatches auch anbietet. Aber gehen wir mal weiter. Denn es geht dann nochmal weiter, je nachdem, was also der Direktvermarkter alles macht. Wenn er die komplette Kontrolle dann auch übernimmt und ich als eigentlicher Anlagenbetreiber, die Anlage auch nur noch physisch betreibe, technisch, elektrotechnisch betreibe, aber die ganzen prozessualen Abstimmungen über meinen Direktvermarkter zum Beispiel laufen. Das werden viele auch wahrnehmen, weil sie auch gar nicht in der Lage sind, hier einen ständigen Datenaustausch und Steuerung und so weiter selbst umzusetzen. Das ist auch ganz klar. Und dann geht es in die konkreteren Aufgaben über. So, was für Stammdaten muss ich wann, wie und welche Planungsdaten und so weiter muss ich eigentlich übertragen? Das wird dann hier dargestellt, wer wann, wie, was zu tun hat und warum er das zu tun hat und so weiter. Das kann man sich dann hier entsprechend anschauen. Dann nach den Datenaustauschen auch der konkrete Redispatch-Abruf, was da in welcher Form zu tun ist. Die Abrechnung, die dann im Nachhinein natürlich stattzufinden hat, wird hier beschrieben. Also insoweit ist das schon mal eine ganz hilfreiche Zusammenstellung der Tätigkeiten, die der Anlagenbetreiber nun in Zukunft zu tun hat, je nachdem, in welchem Szenario er sich befindet. Vor allem auch, wenn es dann noch weitergeht. Ne? Wenn wir nun also Redispatch-Prozesse durchgeführt haben in technischer Sicht und eine Anlage nun gesteuert wurde, dann bedeutet das ja, dass wir, sagen wir mal, die physische Seite geklärt haben, das Stromnetz ist stabilisiert, aber wir haben ja nun mal in der Energiewirtschaft eine virtuelle kaufmännische zweite Ebene, in der die Energiemengenbilanzierung stattfindet. Und genau das ist natürlich hier betroffen. Wenn wir Anlagen anders fahren, dann werden Energiemengenbilanzierungen auch anders gehandhabt. Und dementsprechend haben wir natürlich dann auch zum Beispiel Zeitreihenübertragung, Summenzeitreihenübertragung, die haben wir uns auch teilweise schon angeschaut, zum Beispiel Lieferantenausfallarbeitssummenzeitreihe, die Lieferantenausfallarbeitsclearingliste, aber vor allem auch nochmal die Übertragungszeitreihen haben wir uns auch schon mal in einem separaten Video genauer angeschaut. Da ist dann am Ende des Tages auch jemand betroffen und muss hier Energiemengen hin und her schauen wieder, je nachdem, welche Tätigkeiten der Dienstleister, also der Direktvermarkter, vordergründig übernimmt. Und zusammenfassend lässt sich sagen, wenn man jetzt so in den letzten Monaten vor dem Redispatch, im dritten Quartal, Juli, August, September spätestens, vor der Frage steht, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich im Kontext des Redispatches als Anlagenbetreiber? Wenn ich das jetzt noch nicht so weit geklärt habe, dann gibt es eigentlich keine gute Alternative als ich lasse das von meinem Direktvermarkter komplett machen. Der Direktvermarkter müsste sich darauf schon längst spezialisiert haben. Der sollte dafür also bereit sein, entsprechende Lösungen anzubieten, gerade wenn es dann noch weitergeht. Ausfall, Arbeitsüberführungszeitreihen etc. Das sind alles dann Datenübertragungen, die ständig auch stattzufinden haben und von jemandem geklärt werden müssen. Und das lässt sich schwierig machen, wenn man selbst ein Anlagenbetreiber ist und eigentlich sich auch nur um den Betrieb der eigenen Anlage kümmern möchte. Dann gibt es natürlich die Variante im Prognosemodell, wo man dann sagt, okay, lieber Netzbetreiber, du steuerst die Anlage selbst. Du hast eine Fernsteuerungsmöglichkeit über Rundsteuertechnik, Smart Metering oder was auch immer, kannst du die Anlage fernsteuern.
Aber auch dann muss man ja verschiedene Datenübertragungen an den Netzbetreiber trotzdem noch gewerkstelligen, zum Beispiel, wenn es eine Nichtverfügbarkeit gibt, wenn ich meine Anlage warten will und so weiter, dann muss ich das dem Netzbetreiber übermitteln. Und es wird dann im Zweifel nicht reichen, da eine E-Mail hinzuschicken, anzurufen oder was auch immer, sondern dann muss man auch trotzdem standardisierte Datenübertragung dann umsetzen, je nachdem, wie freundlich der Netzbetreiber dann eben auch umgehen kann. Der Sinn der Sache ist ja trotzdem eine Automatisierung. Also muss man als Anlagenbetreiber einen Weg finden, wie man nachher in der Lage ist, nicht nur die Anlage physisch zu betreiben und elektrotechnisch zu betreiben, sondern eben auch die Redispatch-Prozesse, die nun ab Oktober laufen sollen und möglichst automatisiert in Masse laufen sollen, entsprechend ordentlich auch umzusetzen. Und das wird für die meisten selbst nicht möglich sein. Dafür gibt es dann, wie gesagt, auch hier die Szenarien, die ja beschrieben werden, dass es der Direktvermarkter macht. Und wenn der auch noch nicht so richtig dahinterher ist, dann muss der sich natürlich auch irgendeinen Dienstleister holen, der sich dann drum kümmert. Naja, mal schauen. Also, wenn ihr als Anlagenbetreiber im dritten Quartal 2021 noch nicht so richtig wisst, wie das nun passieren wird ab Oktober, dann lasst euch darauf ein, dass der Einsatzverantwortliche durch den Direktvermarkter gemacht wird, dass der vielleicht auch die Rolle des Betreibers der technischen Ressource übernimmt, dass der sich um alles eigentlich kümmert. Wenn der sagt, oh, ich kriege das auch nicht hin, je nach Vertragslage braucht ihr vielleicht einen anderen Direktvermarkter oder ihr braucht dann noch einen Dienstleister, der sich darum kümmert, die Redispatch-Prozesse umzusetzen. Klärt jetzt einfach auch nochmal mit eurem Netzbetreiber ab, wie sehr eure Anlage wahrscheinlich betroffen sein wird. Ja, die haben ja eine Einsatzreihenfolge praktisch, eine Redispatch-Merit-Order geschaffen für die Fähigkeiten der Anlagen im Sinne der Lösung von Netzengpässen. Wenn man da klassischerweise weit hinten ist, ist vielleicht auch nicht viel Aufwand zu erwarten, so bis auf Weiteres. Dann kann man das ein bisschen entspannter angehen. Aber wenn man eine Anlage hat, die optimal geeignet ist, den Redispatch dann auch umzusetzen, dann sollte man sehr, sehr früh mit Netzbetreiber und Dienstleistern drüber reden. Wie kriegen wir das eigentlich hin, ohne dass ich selbst mir eine Massendatenaustausch-Software und so weiter hier aufbaue. Wird halt schwierig. Naja. Habt ihr erstmal grundsätzlich Fragen dazu, was ihr in der Rolle des Anlagenbetreibers im Redispatch nachher noch zu machen habt und das ist nicht in dieser Umsetzungshilfe geklärt, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten gerne natürlich wie immer einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr die nächsten Videos auf unserem Kanal auch nicht verpasst. Schaut auch gerne nochmal in die weiteren Infos bei der HSAG rein, die mit uns ja gemeinsam diese Content-Reihe zusammenstellen und eben auch verschiedene sehr hilfreiche Dienstleistungen dann anbieten. Vor allem natürlich aber für die klassischen Marktrollen der Energiewirtschaft, also für die Rolle des Netzbetreibers, des Lieferanten, Bilanzkreisverantwortlichen und so weiter. Und da kann man dann entsprechend auch nochmal drüber reden, wie man den Redispatch dann im Weiteren auch konkret lösen möchte. Also gerne da auch Kontakt aufnehmen. Das Ganze ist auch unten in der Videobeschreibung mit verlinkt. Genauso wie auch hier natürlich die Unterlagen vom BDW. Okay, soweit dazu. Wie immer gerne unten Fragen in die Kommentare schreiben. Dann gehen wir auch nochmal in weiteren Videos darauf ein. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.